So, dann gehen wir. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Wir waren zuletzt bei Gertrude gelandet, dem Kräuterweibchen. Und wir sollten ja unsere Sachen machen für Pater Godwin, wegen den Hexen. Apropos Hexen und apropos Lesen, denn wir haben ja gerade Lesen gelernt. Wir wollen noch mal schauen, ob wir hier jetzt endlich mal was lesen können. Alchemie. Lesen. Retro-Schnaps. Okay, das können wir ja schon ein bisschen besser lesen. Wer hier rufen, kotzt, naja, kotzt denn davon, speichert das Speil und rettet seine Seele. Und sollet er dem Tod erliegen, so möge er wieder auferstehen. Bereite Wein, 2 Handvoll Tollkirschen und 1 Handvoll Nesseln vor. Als dein Nesseln für 2 Saaten, oh war, Urdurchläufe, naja, Ochsen, na okay, zerkleine die Tollkirschen, gib ihr den Tollkirschen hinzu und saß alles für ihnen Sanduhr Durchfall kochen. Na gut, also weiß schon Bescheid. Also, das sieht ja schon besser aus. Apropos, noch was. Wir gehen nochmal raus. Können ja lesen, jetzt können wir auch Rezepte lesen, ne? Wir haben nur 1 geklaut, oder? Rezept für Flugsalbe. Lesen. Flugsalbe. Wisst ihr? Weg ist das Buch. Gehen wir nochmal. Alchemie beginnen. Und wie sieht das aus? Retterschnaps gibt es immer noch. Jetzt gibt es auch eine Flugsalbe. Na gut, eine Flugsalbe. Okay, da brauchen wir Einbeeren, Tollkirsche und Ringelblumen. Okay, haben wir alles jetzt nicht mit. Könnten wir ja mal ein bisschen brutzeln. Die Flug. Okay. Das habe ich aber auch noch nie gehabt. Das zweite Rezept, was ich hatte, das war die. Ja, wir verlassen das. Die Flugsalbe. Okay. Nicht so schlimm. Schlafen könnte man hier. Da ist nichts mehr drin. Haben wir schon alles leer gemacht. Hündchen. Wir müssen ja mal mit der Hexe. Ah, ne, mit der Gertrude sprechen. Das ist ja nicht die Hexe. Ich will nur trotzdem mal gerne wissen, ob die. Hat die überhaupt keine Kiste? Ich bin ja wirklich am Verzweifeln hier. Oder hat die hier irgendwo hinter sich stehen oder so? Nö, sehe keine. Na gut, sprechen wir mal mit Gertrude. Wünsche Hallo. Einen guten Tag. Ha. Der Pfarrer schickt mich. Der Pfarrer schickt mich. Es heißt, du stiftest Weiber zu Hexenwerk an. Ich? Hexenwerk? Das ist nichts als Klatsch. Aha, aha, aha. Was machen wir denn? 7, 8, 5? Nee, brutal sind wir nicht. Raus dann mit Vettel oder dreh dir den Hals um. Sondern ich meine es gut, könnte man sagen. Ah, wir machen das lieber so. Du weißt, dass man Hexen lebendigen Leibes verbrennt? Oh! Ich will keinen Ärger. Ich sag dir alles. Na gut. Ich hab was richtig Dummes getan. Na also. Es plagt mich so, dass ich kein Auge zubekomme. Soll ich etwa glauben, dass eine alte Hexe das Gewissen plagt? Du weißt sicher, dass ich nicht bloß mit Kräutern, sondern auch mit Salben und Tränken handel. Aber da gibt's was, wo es mich reut, es verkauft zu haben. Ach, siehst du? Vera, Slatter und Christa aus Uschitze wollten Flugsalbe von mir. Hab erst abgelehnt, doch dann habe ich mich breitschlagen lassen. Die mit der Salbe machen wollten. Was für eine Salbe soll das sein? Das will man auch noch in Erfahrung bringen. Die enthüllt uns eine Welt, die uns sonst verborgen bleibt. Das Gewöhnliche verliert seinen Sinn. Die Blumen sprechen zu dir und die Erde tut sich auf. Weiß nicht, ob sie vom Teufel oder vom Allmächtigen stammt, aber Macht hat sie. Aber sie kann jeden vergiften, der nicht weiß, wie man sie handzuhaben hat. All das Geschwätz von Hexen, die sich damit einreiben und dann auf Besen zu ihrem Sabbat fliegen, kommt von... Die Salbe kann einen dazu treiben. War töricht von mir, den blöden Gänsen die Salbe zu geben. Könnten sich ja schließlich vergiften oder bei einer Vision von der nächsten Klippe segeln. Ja, ja. Ich will ja erstmal das Rezept haben. Ich habe das schon. Mir das Rezept für die Salbe? Da sind Tollkirsche und Teufelsbeere drin. Ziemlich giftig.
Solltest dir also besser zweimal überlegen, damit Schindluder zu treiben. Naja. Nochmal? Was für eine Salbe soll das sein? Die enthüllt uns eine Welt, die uns sonst verborgen bleibt. Das Gewöhnliche verliert seinen Sinn. Die Blumen sprechen zu dir und die Erde tut sich auf. Weiß nicht, ob sie vom Teufel oder vom Allmächtigen stammt, aber mach... All das Geschwätz von Hexen, die sich damit... Die Salbe kann einen dazu treiben. Nichts Neues, so, jetzt haben wir... Aber ich möchte etwas anderes wissen. Das hatten wir noch nicht. Warum hast du sie ihnen überhaupt... Warum hast du ihnen die Salbe überhaupt gegeben? Bin zu weichherzig. Weißt du, eins der Mädchen, Vera, hat seine Familie in Skalitz verloren. Und auch Slatas Mann ist tot. Die jüngste von ihnen, Christa, hatte eine Fehlgeburt von all dem Grauen. Sie meinten, sie wollten mit den Toten reden und sie bitten beim Herrn, ein gutes Wort einzulegen. Ich weiß, wie das ist. Aber das bringt ihnen nichts als den Tauchstuhl und den Scheiterhaufen. Richte nicht, wenn du nicht willst gerichtet werden. Ich wollte ihnen die Salbe nicht geben. Aber da sie einen Haufen Groschen boten, habe ich ihre Verzweiflung erkannt und ihr Flehen erhört. Ihr Flehen oder das Klimpern ihrer Münzen? Ich würde eher sagen, das Klimpern der Münzen, ne? Wieso bist du plötzlich in Sorge um sie? Woher der Sinneswandel? Hat mir den Schlaf geraubt. Erstens wissen die Weiber gar nicht, was sie da treiben. Und außerdem könnte man es als Hexerei auffassen. Und weißt du, was man mit Hexen macht? Bei lebendigem Leib verbrennen. Das hatte ich vorhin schon mal gesagt. Also wundere dich nicht, dass ich mich sorge. Vorher hat es dich doch auch nicht gestört. Na, da war es wieder kein... Okay. Wofür wollten sie die Salbe? Alle haben sie kürzlich einen geliebten Menschen verloren. Das wiegt schwer. Sie wollten zu den Toten sprechen. Ja. Das ist aber auch wirklich hier... Ich habe genug gehört. Falls du genug gehört hast, musst du verstehen, wieso ich deine Hilfe brauche. Finde heraus, was die Frauen vorhaben und wache über sie. Schütze sie. Aha. Naja, gut. In Ordnung. Aber nur, weil der Pfarrer mich drum gebeten hat. Tausend Dank. Ich gehe zum Pfaffen und erkläre dem alles. Kümmer du dich um die Frauen. Gehabt euch wohl. Na gut. Sprich mit Kräuterwetter, warum gemacht? Unterhalte dich mit den Frauen, das ist, glaube ich, über die Flugsalbe, okay. Aber ich rede mit der nochmal. Erstmal, wie kann man eine Übung machen? Kräuterkunde. Nee, für Kräuterkunde gebe ich kein Geld aus. Wir können handeln, jetzt muss man eben was gucken. Gräser und Kräuter brauchen wir nicht. Rezept für. Das bräuchte ich hier. Erstmal Strauchdiebtrunk, das ist wichtig. Das ist viel Geld. Verkaufen. Hm. 17 Uhr. Ich kann jetzt doch nichts machen heute mehr. Großartig. Dann werde ich der mal ihren Kräutergarten leer putzen. Ja, die das verkaufen alles. Gucken, können noch ein bisschen Geld machen hier mit Kräuterverkauf. Dadurch, dass das so schön dicht zusammen wächst. Mahundi. Mach das mal anders. Ich könnte mit Blei, ich versuche mal mit Beifuß. Ob das dann besser ist zum Kräutersammeln. Wenn die nur vor die Füße läuft. Muss ich denn dann bleibt denn nicht irgendwo in der Ecke stehen oder so?
Manchmal ist das hier ganz lustig. Oh, okay. Guck mal. Auf ihn! Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Hundi, hängst du fest? Oh, Hund ist müde. Hat er den denn erwischt jetzt? Hört sich. Müssen wir mal finden, wo ist. Ah, hat er erwischt. Na gut. Oh ja, Hundi. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Also nicht vorgesehen, aber okay, das war jetzt mal einfach mal so ein... Feiner Hund. So ist's recht. Achso, bin ich noch drin. Ich wollte gerade sagen, warum kann ich mich nicht umgucken? Bin natürlich völlig überladen. Gucken, ob die mir das abnimmt. Ob der das überhaupt verkaufen kann. Das habe ich ein Problem. Die das verkaufen? Nö. Okay, muss ein anderer alles verkaufen. Dann wird es nicht ganz so schwer. Besprechen wir den Preis. Ist gut. Jetzt habe ich wieder ein Problem. Entweder ich schmeiße das Fleisch weg oder ich gehe ganz langsam in die Stadt zurück. Okay, können wir so machen. 47. Damit? Na dran. Geh noch ein bisschen runter und Hand drauf. Ein oder zwei hoch. Das ist zu stark. Ich gehe zwei hoch. So. Na schön. Okay. Jetzt? Machst du doch nicht. Schon besser. Etwas weniger und wir kommen ins Geschäft. Die mehr als alle hier anfüttern. Da schlage ich zu. Ich könnte ihn natürlich da in die Kiste schmeißen, ne? Okay. Dann brauchen wir ein bisschen Zeit zurück. Das ist ungünstig. Und das Zeug im Dorf verkaufen. Wenn man kein Pferd hat, ist das blöd. Ein guter Hund bist du. Ich habe ein Problem, ich muss mal da zurücklaufen. Das macht aber nichts. Gehen wir mal lauf frei. Komm mit, lauf frei. Ich hatte den ja immer nur oft bei Fuß. Ja, ist gut. Läuft mir zwar wieder vor den Füßen, aber wenn ich so langsam gehe, glaube ich nicht so ganz so dramatisch. Schon wieder ein Hirsch. Ich glaube das nicht.
Ja, wieder fit. Vorhin dieses Symbol links, das war der müde Hund. Da war er müde, da konnte nicht mehr jagen. Aber hat er quasi mit letzter Anstrengung den Hirsch noch erledigt. Das schafft er nicht immer. Manchmal laufen die ihm weg. Also Hirsch und Wildschwein ist schon nicht mehr ganz so einfach. Wanderer. Schau mal. Ja, heute wird das nichts mehr mit den Mädels befragen, wenn ich jetzt so langsam mal hinging. Na gut. Dauert das noch einen ganzen Tag länger. Wo war denn da? War ein Häschen? Ah, da ist irgendwas. Aber nein, im Moment jage ich nicht. Ein bisschen aufpassen. Die eine Kreuzung da hinten, die ist immer ein bisschen gefährlich. Das weiß ich. Hier nicht, aber gleich herkommen. Und ich kann jetzt nicht rennen. Kämpfen damit eigentlich auch nicht. Ich werde wahrscheinlich drum rumgehen, vorsichtshalber. Also wenn man die Ecken kennt, wo die Überfälle stattfinden, dann ist halt ein bisschen langweilig bei dem Spiel. Weil halt immer dieselben Stellen sind. Das kennt man dann mit der Zeit. Jetzt die Kreuzung, die auf die wir jetzt zugehen langsam, die ist immer ein bisschen gefährlich. Das machen wir dann aber auch jetzt anders. Kürzen wir jetzt hier über die Ecke ab, einfach links. Durch den Wald. Kann sein, dass da nichts ist. Aber manchmal ist es halt ein bisschen besser, vorsichtig zu sein. Gucken wir da mal von hinten, wenn wir was sehen können. Die verstecken sich immer gerne in den Büschen. Kann man hier nichts sehen. Okay. Sind wir einfach drum herum gegangen und sagt, okay, passiert nichts. Mal gucken, ob noch jemand da ist nachher, der hier Fleisch abnimmt. Und wenn wir nämlich da sind, dann dürfte das schon, es ist schon hier. Schon nicht mehr als geklaut markiert, also somit. Es ist halt die Frage, wer dann abnimmt, wer noch offen hat, wer noch auf der Beine ist, wer noch Geld hat. Das ist in Uschütze nicht so ganz einfach. Kann einem passieren, wenn man mal zu Fuß unterwegs ist. Da muss man ein bisschen Geduld mitbringen. Ich habe dann aber auch schon mit Pferd gehabt, dass ich nichts mehr ins Pferd packen konnte, selbst überladen war. Da
kann man noch nicht mal aufs Pferd aufsteigen. Und wenn man die Sachen dann nicht liegen lassen will, dann... dann muss man halt vor dem Pferd herlaufen und dann immer nachpfeifen, dass der hinterherkommt, das Pferd. Ist das halt. Aber das ist eigentlich die normale Gehgeschwindigkeit, ne? Nächstes Mal mache ich das nicht, den Hund auf den Hirsch zu hetzen. Das ist nicht so ganz klug da. Die weite Strecke. Hier so direkt vor der Haustür kann man das machen. Aber muss halt ein bisschen laufen, ne? Dabei wollte ich da ein Rezept kaufen bei der Gertrude. Ich wollte von dem Strauch die Trunk haben. Da muss noch ein bisschen Geld verdienen. Das kriege ich beim Apotheker. Laufen die immer kreuz und quer vor die Füße. Köter. Sehr laut und laufen. Wie der läuft. Also der Kneipe hat noch lange auf. Zum Wirt brauche ich erst zuletzt gehen. Ich gehe erst zu den anderen Händlern. Schauen wir mal, wer mir da Fleisch abnimmt. Der Wirt nimmt auf jeden Fall Fleisch ab, das weiß ich. Aber der hat auch nicht mehr so viel Geld. Mal gucken, ob die anderen... Ja, der hier ist nicht mehr da. Na, ist schon weg. Gucken, ob der normale Händler noch was macht. Gucken, ob ich da noch hinkomme. Oder ob der auch schon zu ist. Ja. Ne, die sind raus. Brauchst du irgendwas? Ich wollte eigentlich zum Händler. Knallfrosch. Macht ihr denn schon so früh alle Schluss hier? Ah. Mist.
Wenn wir erstmal zu dem Händler. Was hier zu dem Wert. Gucken, was ich bei dem noch loswerden kann. Gelobt sei Jesus Christus. Gehen hier irgendwelche verdächtigen Dinge vor? Nichts Außergewöhnliches, Gott sei Dank. Lass uns handeln. 149, das hat der 149. Hat der noch irgendwie? Ne. Ne, ich verkaufe ihm ein bisschen von dem Hirschfleisch. So viel wie es geht. Fuß hat kaputt. Naja, ist ja egal. Besser 58, warte mal, für kostet 2,6. 10 sind da, ne, sind 4. Dann noch eine wieder einen dazu. Ja. Lass uns über den Preis sprechen. Ich war ja doch komplett 150. So. Ach so. Hier. Und etwas für die Mühe. Nun denn, recht herzlichen Dank. Okay. Kannst kochen. Fünfmal. Weg, okay. Hält ein bisschen länger, das Zeugs dann. Jetzt kann ich nichts mehr hier verkaufen. Ich weiß aber auch nicht, wo ich da noch was verkaufen kann. Muss ich morgen mal gucken. Schmeißen wir das in die. Eine Kiste. Steht drauf oder wie? So, 699, das geht. Der heilige Albert. Ja, ich muss jetzt noch waschen. Dauerhaft wird. Ich muss jetzt weg. Das ist schade eigentlich drum, aber das geht nicht anders. Zu viel geklaut. Ist drin. Den Steinpilz muss ich noch nehmt die nicht an. Okay, dann kann ich die hier raus tun. Den Steinpilz essen wir jetzt. Haben wir Durst? Hunger meine ich? Kann man so essen? Okay. Was war denn? Warte mal. Wo soll man denn essen? Eins. Radieschen. Jetzt 77 10
6. Okay. Na gut. Jetzt können wir mal eben. Du solltest da eigentlich nicht sitzen. Ich tue mir erstmal waschen hier. Haben wir mal was zu trinken hier? Ein Bier oder sowas? Ne, hab ich gar nicht, ne? Oder ein Wein? Setzen wir uns mal hin. So, jetzt lesen wir mal ein Büchlein. Jetzt können wir hier dieses Lesebuch nehmen. Lesen. Meh, meh, schwarze Schwar. Okay, lernen. Hm? Kommt gleich. So lange wollen wir nicht. Oh, so geht's. 2 Stunden kann man schon mal lesen. Lieber schlafen. Wir wollen ja nicht raus und aufstehen. Okay. Und mal den Hund parken. Dann gehen wir schlafen. Wo ist der Hund? Und. Bei Fußköter. Na ja. Ich hab ihn noch gehört. Da kommt er. Ein guter Hund bist du. So ist's echt. Hättest du ein bisschen schneller kommen können. So bleib. Warte hier auf mich. Bleib. Ich gehe jetzt schlafen. Rüstung. Was für Waffen? Ich tue die mal alle raus. Wenn ich rumklimper. Das nicht. Mit der Rüstung wollen wir auch ein bisschen gucken. Ganz normal bei A bis Z hier. Also okay. So. Geräusche 39. Hose lassen wir mal an. Oder was passiert? Geräusche 36. Ja. 35. Zum auch aus. Warte mal, ich mache jetzt ganz. Ich gehe schlafen. Nur der Ring bleibt an. Oh, der ist schon bei 96. Geräusche 0, das ist gut. Gucken, ob er noch was. Geht immer noch nicht. Auch nichts. Auch nichts. Schuster geht aber wieder. Die Reiterstiefel. Und die geht ordentlich runter, ne?
Nicht mit der Fackel ins Bett, ne? Brauche nicht so viel schlafen. Was ist schlafende Stunde? Dann machen wir mal einen Klauschlaf. Ein Taschendiebstahlschlaf. Gucken, wie lange wir da jetzt hinkommen. Sieht schon gut aus, so. Okay, dann haben wir alles, was der anzubieten hatte. Gut. Gucken gleich mal, ob da unten jemand schläft, an der Leiter. Aber da machen wir noch eine Stunde. Energie haben wir eh genug. Zum Energiekriegen brauchen wir nicht schlafen. Sind nicht müde. Da. Früher lag die anders. Na, das wird wert. Aber ordentlich was weggeklaut. Was hat er denn für einen Schlüssel? Geht nicht. Okay. Dann muss ich den Wirt damit klauen. Okay. Haben wir den morgen wahrscheinlich erstmal ohne Klamotten, ne? Aber das. Nix. Und meine Kiste. Immer schwierig hier. So, Schnaps raus. 2. Nee. Ja, Trockenobst ist nicht so schlimm, aber das holen wir uns raus, das holen wir raus. Dann verschieben wir auch mal. Ich habe im Moment zu viel von dem Mist. Genauso wie dem Trockenobst. Und das ist klar, das bleibt, das ist halt ein bisschen die Haube, weg damit.
Händlerhut. Oh, nett. Ah, jetzt. Spitzhuf. Kann ich einen nehmen? Okay. Wollen wir nochmal schlafen? Gucken, ob er noch den Kneipenwirt beklauen kann. Risiko. Aber ist ja nicht schlimmer. Eigentlich egal, ne? Lass mal offen. Falsche Schlüssel. Schade. Na gut, dann schlafen wir noch ein Stündchen und dann, wenn nicht das zweite Mal, dann wachen die oft auf. Zweimal denselben hintereinander, das ist nicht gut. Noch eine Stunde. Energie habe ich genug. Kann ich dann zum Lesen nutzen, die Zeit. Aber ich mache jetzt erstmal hier eine Pause. Wieder gespeichert. Dann beenden wir für heute die Folge hier, diese. Und sagen auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Kingdom Come Deliverance.